Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeine Rare am Sonntagmorgen zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Moin, na, wie geht's? So, gerade wurde schon wieder heftig diskutiert, wer sich um LVJ kümmert, und das ist meine, das heißt, ich kümmere mich um den Kollegen. Hilfe! Ach, Mann. So, warte mal. Ey, das möchte man echt nicht glauben, ne, aber du bist so scheiße viel runter. Wo ist denn, oh nee, der ist ganz drüben, wollte mich verarschen. Ja. Ich seh ihn halt nicht mal, ne? Wo ist der? Ah, hinten. Ich komme. Ich könnte jetzt bitte durchstellen, mach ich aber nicht. So. Was ist das? Hilfe, warte mal, welche Hilfe ist das eigentlich? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Doch, Hilfe H ist es, oder? Nee. Komm, er ist voll. Eieiei. Halten. Ist er voll. Ich bin schon auf die Düse gerade mit 50 km/h entlang. Oh, ich komme hier nicht um die Kurve rum, ne? Ich... Oh Gott. Ach nee, der hat sein. Ach nee, der ist ja trotzdem. Ach man. Oh Mann, Junge. Die Kurve so gar nicht bekommen. Oha, hier ist irgendwas gepflügt. Florian, hat man da ungenau gesehen. Was ist wo was gepflügt? Hier, bei Feld 40 ist was gepflügt. Hat man etwa vielleicht ungenau gesehen. Lass mich doch jetzt einsteigen. Hallo. Der lässt mich einsteigen. Gib doch. Warte mal. Ja, mach ich hier. So. Fast. Es ist hier so eng, ne? Oh Gott. Oh, ich habe eine Kumpel angelegt. Hilfe, Arbiter. Hab ich nicht. Oh mein. So. Dann lauf links, dann so. Ne, warte, das hört sich falsch an. Das müsste aber alles reinpassen, normalerweise. Also ich kann dann gleich rüber zum Lexion und den auch wieder abtanken. Eieiei. Aber ich hab Zeit. Leicht überfordert. Nein. Wer du dich? Du. Nee. Ich muss auch noch die ganze Zeit tappen und muss unterschiedliche Felder machen. Wäre es nicht tatsächlich einfacher, du würdest einfach die Karte öffnen, das Fahrzeug auswählen und direkt da einsteigen? Ich glaube, nee, das dauert länger. Dauert es länger? Ich muss 4 Fahrzeuge durchtemmen, bis ich da das Fahrzeug habe und so, einsteige, ja, und Motor starte. Dann geht's natürlich schneller, ja. Aber ich habe ein Stimme gedacht. Gar nicht. Der Helfer nimmt das schon mit. Das, ey, ich bin keine 5 Meter gefahren, ne? So. Alter! Die Lohnzahlung in Ballern rein. 2191 Euro. Ja, okay, die Helfer mache ich echt viel Uhr. Ja. Die laufen jetzt aus dem Laden hier. Du tappst, oder? Ja, ja, ich hab die falsche Richtung genommen zum Tappen. Ich muss jetzt nochmal die Bahn wegmachen, damit ich da endlich durchfahren kann. Die ganze Zeit einmal ausfahren. Ich laufe, ich kann zwar 56, 65 fahren, aber was denn? Fahren drin ein bisschen lang hier. Ich glaube, mit der Reha hätte ich jetzt schon lange irgendwie geschmissen, aber gut. Warte mal, wo steht denn meine Lexion? Irgendwo da vorne, ne? Hinter der Kuppel. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn immer nicht. Doch, da vorne sehe ich was. Da ist er. Ja. Ich hab das Rohr nicht ausgemacht, oder? Oh nee. Ich krieg die Krise. Ich lass ihn doch mal ruhig. Ich müsste aber Abstand. Oh. Mach das Rohr da. Wow! Läuft es mal? Das passt auch. Der hat jetzt einfach bloß nochmal die Maschine runtergelassen. Hat dann gemerkt, ich bin voll. Oh, hat umgedreht die Maschine runtergelaufen und meckert. Hat immerhin so auf der richtigen Seite. Ja. Ja, okay, dann. Dann hat er es wahrscheinlich so gewollt, dann war das sein Plan. Und ich bin voll. Ich habe 60.000 Liter gerade drin. Das ist eine Probe für den Fan.
Oh, geht eigentlich. Schon die Dead besser packen. Der hat auch 2000 PS, 2100, ne, 2000. 2500. Ja, 2020 PS mehr als ich. Nee. Habe ich nicht 480? Nee, warte mal, das wäre viel zu viel, oder? Das ist 400. Was ist der für ein PS für? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur 942, da habe ich 420. 415. 415, ja, okay. All die Maispflanze jetzt gerade so weggehauen, ne? Bin ja ey, ich habe bloß geschaut, wie viel PS du hast. Oh, gut, hab den hier so rollen lassen, ne? Der merkt gerade schon wieder, er fast voll. Alter. Aber der Feld ist fast. Also der fast durch, ne? Anderen hat man richtig geil rumdriften können. Mhm. Weil er vorne so leicht mal rückwärts und dann voll gegendenkt. Also merkt man schon ein bisschen was, dass ich hier 60.000 Liter rumkutschiere. Oh nee, dieser. Oh nee. Oh Jungs, wie soll ich euch denn alle überholen? Ich wollte mich doch verarschen. Oh Gott. Ich habe jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5, mindestens 5, wenn ich 6 Autos vor mir und entgegenkommen mir auch 4. Ich kann nicht überholen, Mann. Ich komme mir niemals in ihm vorbei, ne? Ich riskiere es einfach. Ich habe die Rundumleuchte. Ich kann den LKW hüpfen lassen, ne? Ich glaube, ich kann mich dazwischen quetschen, wenn einer kommen würde. Ich muss jetzt richtig durchballern. Da vorne, glaube ich, kommt einer, oder? Kommt da einer? Da kommt einer. Jetzt muss ich rüber. Oh, Alter. Ey, du drehst dich hier nicht um. Ich fahre ja gerade richtig risky, Alter. Ich überhole. Was will der denn jetzt umdrehen? Ich weiß es nicht. Was steht denn jetzt hier umdrehen, du Haini? Ach, ist das aber so, Haini, du. Alter, mich hat's gerade so gewundert, dass ich keinen Total-Crash gebaut habe. Okay. Ich habe einfach über der kompletten Länge von du kennst schon diese Kreuzung ganz unten, ne? Ja. Also wenn man die lange Strecke zum Tunnel rauf. Ja. Von da unten habe ich angefangen zu überholen, bin dauerhaft auf der Gegenfahrbahn gefahren. Es kam ein Auto entgegen, dann war es frei. Oh, Junge. Das war ja bisschen knapp, oder? Es ging. Also kann ich den hinten noch gleich mit den laden? Das wäre nett. Ne, geht natürlich nicht. Mann. Das ist glaube ich auch nicht ganz so gesund, wie ich ihn lade, aber gut. Also ich glaube mit dem Anhänger knacke ich locker die 200.000. Ganz ehrlich, wenn man den 200 km Marke Hakenlift hochhebt, ne, und um Kurve fahren will, hinten einfach schon in der Luft ist, das geht nicht. Das wird nicht gut ausgehen. Nee. Man kann ja nicht muss. Bin ich jetzt nicht schon längst? Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Ich hätte nochmal einmal U drücken müssen, wow. Boah, wir knacken easy die 200k. Easy. Dann halt noch die Zuckerrüben, ne? Mhm. Easy. Und die 200k sind da. Bäm. Wochenziel abgeschlossen. Wir schulden. Schaust du? Ja. Also in der normalen Bank haben wir 0 und Bank gerade haben wir auch nichts. Wir sind komplett schuldenfrei. Geil.
Ja, unsere letzten Schulden, die wir aufgenommen haben, das waren ja gleich 250.000 wegen dem LKW. Die haben wir ja gleich LKW. Zurückgezahlt, ne? Die haben wir innerhalb von 2 Stunden, nur waren es 1,5, wir waren es bloß zurückgezahlt. Also, das glaube ich, kann sich nicht jede Bank von jedem so wünschen. Ja, nicht wünschen, sondern so erhalten. Wir fahren zurück zu Flexibel. Ach ne, der Johnny ist schon wieder fast. Okay, hat 65% und ich kann eigentlich dann gleich wieder abtanken. Du bist nur noch am Abtanken vom Johnny, ne? Ja. Jetzt weißt du, wie du dich, wie ich mich fühle. Ja, aber du bist ein LKW. Der läuft noch ein bisschen schneller. Ja. Ich habe auch bloß eine kurze Strecke, da würde, ja. Da lohnt sich der LKW kaum. Ich fahre eigentlich auch schon, ich fahre mit 65, das war ja richtig, richtig gut. Also ich fahre höchstens 60 immer, ich fahre nie 80. Nee, es lohnt sich auch gar nicht, weil du musst eh wieder da gleich abbremsen. Und ja! So schnell beschleunigt er gar nicht, wenn man auf die 80 kommen würde, bevor man wieder schon wieder bremsen muss. Ich fahre halt einfach mit 60. Es würde sich lohnen, noch einen zweiten, so ein Top-Lift zu kaufen. Diesen Top-Lift, warte, wo ist er denn? Die ist dreht im Top-Lift. Ich komm vor dem Auto runter, ich komm vor dem Auto runter. Oh, ich hab's geschafft. Ohne am Baum hängen zu bleiben. Wunderbar. Weil wir können jetzt eigentlich gleich den Weil er braucht keine Zapfwelle und ist der ist der. Hat er schon. Johnny hat die Ecke weggemacht. Oh, der ist richtig gut. Ja, Kollege, du hättest auch noch das Rohr rausmachen können, dann wäre es noch geiler gewesen, aber gut. Er hat schon mal immer in die Mitte hier rausgedroschen, schon mal richtig gut. Ja, das kann ich selber auch machen. Bremse, 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 bremse. Oh. Rohr raus, ich bin viel zu weit drüben, weiß jetzt schon. Ah, juckt. Das hat schon mal gar nicht. Das wird jetzt hier ein richtiger Lückenteppich, ne? Okay. Nee, für mich nicht. Es wird ein richtiger Lückenteppich, ne? Ja. Weil der einfach unterschiedlich abgebrochen hat. Perfekt. Das ist natürlich, ja. Aber du musst da drüben nicht alles wegfriemeln, also. Doch. Wenn wir alles wegbekommen, kriegen wir wieder Geld für, von der BGA, Alter. Ja, okay, dann. Was spricht da dagegen? Wir kriegen 450 Euro pro 1000 Liter von der BGA. Also, was spricht dagegen? Ja. Sag's mir, nenn's mir, hallo? Nicht. Also lohnt sich schon. Ist es deine oder meine? Ja. Welcher? Das ist meine, och man. Ach, das ist der Helfer. Hä? Was ist das denn? Ich mach jetzt einfach mal. HC hat die Arbeit erfolgreich beendet. Der Johnny mag mich irgendwie, ich weiß nicht wieso. An der Ecke wollte doch auch der Häckslerfahrer nicht. Nee, nicht deswegen. Wenn ich einsteige, kann ich mit dem einfach nicht fahren. Weil es liegt nicht am Johnny, sondern es liegt einfach am GPS. Ich muss es entweder wieder öffnen, an- und ausmachen, dann kann ich wieder fahren. Keine Ahnung. Also nicht der Helfer hat mal will nicht, hat keinen Bock, sondern einfach der Fahrzeug. So, der macht es wunderbar. Ah, hier sind wir wieder. Ich habe gerade irgendwas starten gehört. Und GPS? Wo ist GPS hin? Hä? Muss man das verstehen? Der Grill ist mir gerade einfach abgestorben, ne? Das wirst du wahrscheinlich gedacht haben. Das kann sein. Weil ist so ein bisschen creepy, dass ich das so weit höre, ne? Aber ich habe gute Ohren im LS, ne? Ja. Hören Motor starten von dem Grimme auf über 1,5 Kilometer. Kilometer mehr. Hört man auf jeden Fall.
Ja, es kann sogar mehr sein, weil du bist da ganz hinten in der Ecke. Was fa. Bin gerade am Lücken. Was ist das denn? Also das Spiel. Nein, nicht so sein kann. Das Spiel essen, ne? Also, ich weiß ja nicht. Das hängt gerade irgendwie, ne? Ja. Macht GPS bei mir an, er fährt einfach nicht der Linie nach, sondern fährt so wie er will. Jetzt habe ich die Hälfte stehen gelassen, Mann. Haben wir erst 15 Minuten? Ja. Wow. Man denkt schon, das ist länger, aber. Mhm. So, jetzt mache ich es an. Und jetzt fahr bitte auf die Strecke, was ich dir sage. Ein Stückchen kann ich hier noch selber fahren, hier muss ich runterlassen. Ja, hier Pflanze. Irgendwie so leer hier bitte. Ich habe gerade einfach aus Zufall ja, oben in die Ecke raufgeschaut, er wieder alle 10 km/h, mit Zuckerrüben Fuzzi wieder 80% und dann kommt auch oben schon die Meldung. Jetzt ist er voll. Es ist so krass, wie schnell der aber voll ist. Ich krieg nicht mal den vom Grimme halb voll. Ja. Wie weit ist mein Drescher? Ah, der hat gerade umgedreht, oder? Was macht er? Er hat umgedreht, okay. Hoppla. Bin vielleicht hängen geblieben. Wo bist du denn hängen geblieben? Also. Ab. Ding. Am in Ladebühne. Ja. Egal. Ey, das hat schon zu viel Döll von der Seite, ne? Dann wird eigentlich schon komplett ausgetauscht werden. Wie viel bringt das? Wie ich da schon notdonnert bin. Warte, wenn wir es verkaufen, wie bringt das halt noch jetzt? Trotz dessen, dass du so oft gegengefahren bist? Es ist ein pure Verschleißteil. Immer noch 65.000 also. Eigentlich auch, das komplette Ding ist ein pure Verschleißteil, also. Mhm. Oh. Gott, sorry. So. Mikrofon wieder hindrücken. So. Das ab und zu ein bisschen im Weg. Scheiße, da kommt ein Baum. Alter Schwede. Das ist ab und zu ein bisschen im Weg. Scheiße, da kommt ein Baum. Ich guck das so gerade so rechts auf mein Handy rüber, denk mir so, ah, der Akku ist voll, ich stöpfe das mal ab. Jetzt bin ich auch noch beim Grimme voll, ne? Oh Mann. Kann ich irgendwann das Spiel sagt ich hier? Ja, da kann ich nicht mal schneller laufen. Der geht bloß 25. Ey, das ist langsamste Gerede, ganz LS. Nee, Förderbänder. Wenn ich das so. Das ist doch kein Gerät, Alter. Es ist kein Fahrzeug, aber es zählt unter den Geräten. Oder warte, wie heißt die Abteilung, wo es drin ist? Förderbandtechnik. Förderbänder. Förderbandsystem. Ach, da ist das wunderbare vom wunderschönen Hof Bergmann von Farmer Andy mit 43 km/h, das ist so angenehm. Haben wir die alten schon verkauft, ja, gell? Ja, da haben wir glaube ich nochmal 100.000 oder so kassiert mal. Das war während der Zeit, wo wir gegrillt haben. Ja. War es in der Aufnahme? Doch, das muss in der Aufnahme gewesen sein. In der Aufnahme gewesen sein. Wollen wir vielleicht 3 von denen Farmer Andy Dinger holen? Ja, aber ich würde dann erst sagen, wenn wir sicher sind mit Häckseln, oder? Oder wollen wir jetzt schon gleich kaufen? Also ich habe kein Problem damit. Eher sicher sind wir im Häckseln. Okay, gut. Wir müssen halt dran denken. Ey. Aber das machen wir schon. Oh, ich bin gleich durch. Wo bist denn du lang? Wer? Das ist so der Helfer? Ich. Fuck. Kann ich fahren, fahren. Das machen wir an. Okay. Ich muss es aber auslassen. Macht bleiben. Er da? Nein. Wen meinst du, Zuckerrüben oder den Kartoffel? Ja. Zuckerrüben. Keine Ahnung, was er da macht. Ich glaube, er will irgendwie die Ecke da ausfahren. Da ist vielleicht auch nur ein Teil noch gepflügt. War da was? Okay, jetzt muss ich GPS deaktivieren. Vergeh. Hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist der Zuckerrüben schon. Jetzt hat er sich hingestellt, hat einfach gesagt, nee, ich hab keinen Bock mehr. Er ist ins Gepflügte reingekommen und hat gesagt, nee, ich bin dreckig geworden, ich hab gewonnen, tschüss. Oh nee. Also der Johnny da drüben läuft und läuft, der macht keine Probleme. Oder? Doch, der macht das eigentlich.
Und jetzt habe ich da hinten ja noch ein kleines Teil, das nehme ich mit. So. Jetzt aussteigen. Oh, ich bin auch schon gleich wieder voll. Ich hab's dreschen bald, dann kann ich dir helfen. Ne, warte mal. Oh Gott. Ich bin bis jetzt nie gegen den Baum gefahren. Bis auf jetzt gerade. Oh ne. Und das mit 42 km/h. Oh nee. Ja, Johnny und du sind fast voll, ne? Ich weiß. Ich nehme jetzt das Stück hin hier vorne nach mitten, dann fahre ich mal rüber zu meinem Kollegen Find. Wir sind ja da vorne. Da passt. Ich mach schon mal die Runden löschen, auch hier, ne? Wenn der jetzt Johnny nicht mehr! Ist der überhaupt der Hupe? Ja. Ich höre ja halt null, ne? Als ob du die nicht hörst. Also wenn der in den Innern sieht, hört man die auch kaum. Ich steig mal aus und lass dich dann mit dem zum Johnny fahren. Jo. Wie hat der Johnny? Okay, der dreht davon wieder. 10% also. Ja, okay, das passt. Warte, ich fahre mal wieder hin. Impulse schön. Man muss schon sagen, Mais kommt schon Blutwasser auch runter, aber nur beim Dreschen alleine. Ja. Schön, dann nehmen wir das Stückchen hier vorher noch mit. So hier rund. So. Und dann mache ich dann gleich mal die Streifen hier neben dem Bäumen. So, jetzt kommen wir uns mit Shelly. So. Passt, ja, vorne passt noch ein bisschen was rein. Oh. Ich will die ganze Zeit losfahren. Vielleicht soll ich mal auf die Handbremse raus. Wäre ja nicht schwierig. Kommt der? Ne, der kommt nicht mehr weit. Ne, der kommt nicht mehr zum Wenden. Kollege, warte mal kurz, ich muss mich da vielleicht mal kurz abtanken. Flo? Ja. Hast du vielleicht das eine Hänger dran? Och nee. Ich bin verarscht. Ach Mann. Oh. Ach, geht doch. Soll ich dir was sagen? Ich kann es mir denken. Oh, es sind nur zwei Leute auf dem Server. Ich, zwei im Lexion. Du warst im Fan. Das habe ich aber schon länger gemacht, wo du mal ja den Johnny gefahren bist kurz. Keine Ahnung, wer steht da schon länger drin. Ja, da habe ich das mal kurz gemacht. Aber du hast schon halt. Hast du auch ein bisschen vorgefahren oder auf ja. Ah, deswegen, weil ich hatte kein Angucken-Symbol, sonst wäre mir das schon früher aufgefallen. Und wie er so sagt, ja, vorne passt ein bisschen was rein, hinten ist er wahrscheinlich voll. Nee, hinten ist er leer. Hinten ist war er leer. So, also mal kriegen jetzt irgendwann eine Sache. Tränen in der Augen verloren danach. Oh, ehrlich. Oh. Er hat so vor 5 Stunden gemacht, denkt so, wann fährt er los, wann fährt er los? Ja. Ich hab immer schon gedacht, so, ja, wann fährt er los? Und dann steht so, oh Mann, und ich, ja, geil. Dann er so, ich hab die Hand Ich hätte es halt nicht registriert, ne, wenn ich es nicht gesagt hätte. Erst spätestens, wenn ich gemerkt habe, oh, vorne ist er voll, ich fahr mal ein Stückchen vor und denke mir so, wieso entlädt er nicht? Wieso entlädt er nicht? Und dann so, der Anhänger ist irgendwo anders, wo rein sein sollte. Oh nee, du. Der lässt auch, wenn man den Anhänger mal mitten unter Fahrt verliert, wenn man aus Versehen abkuppelt und es nicht merkt. Ja. Kennen wir uns damit aus? Nee. Ich doch nicht. Ja. Und so in das Ding. Rinnende Frucht und ein Helfer rein. Ich hab nur noch ein kleines Eck hier. Ja. Ja, er hat's.
Wunderbar. Dann steige ich nach oben und dann sehe ich dann noch so eine Kurve. Aber was wunderbar ist. Und dann schaue ich noch, und dann schaue ich an den Bäumen vorbei und denke mir so. Was wunderbar ist oder auch nicht, man kann sehen, wie man will. Wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Folge. Der legendäre Spruch. Ja, ich habe sie gerade irgendwie verstanden. Egal. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Den grauen Knopf unten rot färben. Grau färben meine ich natürlich, nicht rot. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, das war's von mir. Jo. Dann, wie gesagt, wünschen wir euch allen noch einen wunderschönen, wöchentlichen Sonntag und bis demnächst. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.